Benjamin Wulschner freut sich. Er ist beim Pferdefestival in Redefin und er ist wieder zu Hause in Mecklenburg. Nach 10 Jahren in der Ferne. Am meisten gefehlt die Leute. Die kenne ich schon alle lange. Ich bin hier groß geworden. Natürlich meine Eltern, ist klar. Alles, das Land, das macht schon viel aus. Wie kam es zur Heimkehr des verlorenen Sohns? Gut, ich bin sportlich bis zu einem gewissen Punkt gekommen, aber dann einfach auch nicht weiter. Irgendwann kam die Idee auf, dass ich doch vielleicht zu ihm kommen kann und habe ich die Chance schnellstmöglich genutzt. Zu ihm, das bedeutet zu seinem Vater Holger Wulschner nach Großfiegeln. Also ich habe jetzt momentan 20 Pferde dort. Ich habe richtig gute Besitzer mitgebracht, so Familie Sipple oder ein Walter Fees. Sind einfach Leute, die stehen jetzt schon eine Weile an meiner Seite. Das ist das, was ich als Reiter brauche am Ende. Ja. Zurück in Mecklenburg will Benjamin Wulschner richtig durchstarten. 2 Menschen sind dabei für ihn besonders wichtig. Mein Vater und seine Frau, also meine Stiefmutter Astrid. Astrid, die trainiert mich eigentlich mehr wie Papa. Papa gibt mir immer so 1-2 Tipps und zu Hause machen das beide zusammen. Ich bin absolut dankbar für das, was die 2 gerade für mich tun. Also das, was mir alles so ein bisschen fehlt, das versuchen die mir gerade echt nahe zu bringen. Also Reiten, Management von dem Pferd, auch der Umgang damit. Ich versuche natürlich auch mein Bestes zu geben, aber es ist halt manchmal auch nicht ganz so einfach. Wir haben alles komplett umgestellt. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe die letzten 5 Jahre alles falsch gemacht. Aber ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Und wenn ich so durchhalte und weitermache, glaube ich, dann wird es auch richtig gut enden. Benjamin Wulschner ist 27 Jahre, ist sehr gut beritten und im Januar beim internationalen Turnier in Schwerin mit 6 Siegen in das Jahr gestartet. Bei Erfolgen herrscht im Hause Wulschner eine ganz eigene Feierphilosophie. Wenn es dann mal gut war oder so, reden wir darüber und es ist schon schön. Benjamin Wulschner ist zwar noch nicht selbst Papa, aber er mag Kinder. Schließlich war er selbst mal eins, zum Beispiel bei seinem ersten Start in Redefin. Ich glaube, da war ich 10 oder 12. Da bin ich das erste Mal hier auf dem Turnier mit meinem Pony Duplo damals A- oder L-Springen geritten. Einige Jahre später geht Wulschner mit der internationalen Spitze in Redefin an den Start und schwärmt. Es ist eine traumhafte Anlage hier. Die Leute kenne ich hier alle schon ewig. Es ist schon schön hier. Schon schön. Und das Tüpfelchen auf dem Redefiner I ist? Das ist halt das Mecklenburger Publikum. Die fiebern schon richtig mit. Und dann, wenn die Mecklenburger Reiter kommen, da ist schon eine Stimmung hier drin. Gell? Wenn Mecklenburger heimkehren und ihr Publikum genießen, dann ist das internationale Pferdefestival in Redefin.